Willkommen zu meinem zweiten Referat oder Vortrag hier in meinem Kanal. Dieses Mal stelle ich eine Arbeit für einen Kurs zur prähistorischen Kunst Ostasiens vor, also ein eher archäologisches Thema. Meine Aufgabe innerhalb des Kurses war es, den bronzezeitlichen Fundort Sanxingdui in Sichuan darzustellen, anhand eines Bildglossars zu den Fundobjekten, die diesen Fundort besonders auszeichnen. Und es sind anthropomorphe, also menschengestaltige Skulpturen, Köpfe und Maskendarstellungen mit ihren sehr charakteristischen Merkmalen. Dazu habe ich zuerst eine Gliederung erstellt und in der Einleitung stelle ich kurz den Fundort an sich vor und danach nach Kategorien sortiert die Gruppen von Fundobjekten, um die es geht. Die Einleitungstexte lese ich am besten einfach vor. Der archäologische Fundort Sanxingdui liegt etwa im Zentrum der westchinesischen Provinz Sichuan, etwa 40 Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Chengdu, im Gebiet der bezirksfreien Stadt Deyang. Er gehört zur Shu-Kultur, einer eigenständigen Lokalkultur in Sichuan. Der Fundort enthält verschiedene Artefakte vom Neolithikum bis zur Bronzezeit, die auf 2800 bis 800 vor Christus datiert werden konnten. Besonders sticht jedoch der Fund zweier als Opfergruben bezeichneter Deponierungen hervor. Es handelt sich dabei um zwei Gruben in Nord-Süd-Ausrichtung, die innerhalb einer von Wällen und Flüssen umgebenden Siedlung in nur 30 Meter Abstand angelegt wurden. Sie werden als Opfergrube 1 und Opfergrube 2 bezeichnet und anhand ihres Inhaltes auf das 13. bis 12. Jahrhundert vor Christus datiert. Opfergrube 1 ist an der Schachtöffnung 4,5 Meter lang und 3,5 Meter breit. Am Boden der 1,5 Meter tiefen Grube 4 Meter lang und 3 Meter breit. Sie enthielt Keramikgefäße, Werkzeuge und Waffen aus Stein und Jade, Bernstein, 13 Elefantenstoßzähne, etwa 200 bronzene Objekte wie Gefäße, Köpfe, Hiebaxtklingen und Ringe, 4 Goldobjekte, mehrere Dutzend Kaurimuscheln und 3 Kubikmeter verbrannter Tierknochen, Hölzer und Bambus. Opfergrube 2 ist schmaler, 2 Meter breit und 5 Meter lang und die Tiefe beträgt ebenfalls 1,5 Meter. Sie ist reichhaltiger befüllt, enthält 67 Elefantenstoßzähne, 4600 Kaurimuscheln und mehrere hundert Bronzeobjekte, die teils vergoldet waren. Der Grabungsbericht zählt insgesamt etwa 1300 Fragmente auf. Beide Gruben wurden mit gestampfter Erde verschlossen. In beiden Gruben sind die deponierten Objekte nach Typen sortiert geschichtet. Beide haben drei Lagen. Die Objekte in beiden Gruben wurden vor der Deponierung beschädigt. Sowohl in der Zusammensetzung der Objekte als auch in der Art ihrer Beschädigung unterscheiden sie sich. Während in Opfergrube 1 auch Keramikgefäße und verbrannte Tierknochen vorkommen und die Bronzeköpfe relativ stark anthropomorph sind, kommen in Opfergrube 2 keine Reste verbrannter organischer Materialien vor und der Formenreichtum der Bronzen erstreckt sich auch auf mythologische Wesen und Baum- und Vogeldarstellungen. Zudem sind die Objekte in Opfergrube 1 eher durch Brand als durch Zertrümmern beschädigt, während in Opfergrube 2 die Objekte eher zertrümmert wurden und Brandschäden seltener sind. Man vermutet daher, dass beide Gruben zwar in einer vergleichbaren Art von Ritual angelegt und verwendet wurden, jedoch in einem zeitlichen Abstand entstanden und daher verschiedene Entwicklungsphasen der Gesellschaft und des Wirtschaftssystems der Siedlung widerspiegeln. Wie gesagt, gibt es verschiedene Deponierungsschichten innerhalb dieser Gruben und hier sieht man quasi die zweite Lage der Einschichtung in Opfergrube 2. Nun zu den Objekten selber. Als erstes stelle ich zwei anthropomorphe Figurendarstellungen vor. Ich habe dazu einfach zwei ausgewählt, die häufig publiziert werden und von daher einen guten Einstieg in die Materie bieten, weil man dann natürlich auch entsprechend selber leichter Materialien zu denen finden kann. Die wohl bekannteste Figur ist die große bronzene Figur eines Mannes in zeremonieller Kleidung auf einem Podest.
Die Daten zu den einzelnen Fundstücken stehen jeweils oben links und unten links, also Objektbezeichnung, Kategorisierung und Größenangaben in deutscher, englischer und chinesischer Sprache, wobei das chinesische in Schriftzeichen und in Pinyin ist. Weil das Ganze ein Bildlosser sein sollte, gemäß der Aufgabenstellung des Kurses, sind einzelne Teile und Charakteristika zur Bestimmung einzeln beschriftet. Und das ebenfalls dreisprachig. Damit das Ganze pädagogisch halbwegs wertvoll ist, habe ich darauf geachtet, die einzelnen Charakteristika zwei- oder dreimal an verschiedenen Beispielen zu zeigen. Aber wenn jetzt eine Sache bei, keine Ahnung, 12 von 15 Objekten sichtbar war, habe ich die nicht 12-mal beschriftet, sondern halt auch nur zwei- oder dreimal über den Vortrag verteilt angebracht. Nun gut. Dieses Stück gehört zu der Kategorie der Figuren. Von ihr konnte nur die obere Hälfte rekonstruiert werden. Das Fragment ist etwa 43 cm hoch. Als erstes fällt der ungewöhnliche Kopfschmuck der Skulptur auf. Er hat lange Fortsätze, die im Kontext der Elefantenstoßzahnfunde in den Opfergruben als ein Elefantenrüssel und stilisierte Elefanten- oder allgemein Tierohren gewertet werden können. Man geht davon aus, dass Elefanten in irgendeiner Art und Weise eine wichtige Rolle auch im Kult der Schuhkultur spielten. Allgemeines Problem bei der Interpretation aller Funde ist aber, dass die Schuhkultur schriftlos war und wir deshalb keine Rückschlüsse aus Textquellen wie bei den Shang in der zentralchinesischen Tiefebene ziehen können. Es bestanden aber durchaus Handelskontakte zwischen den Shang und den Shu, wie man aus einigen Fundstücken schließen kann, oder aus dem Fakt, dass die Shu in einigen Quellen der östlichen Zhou-Dynastie erwähnt werden. Aber diese Quellen sind erst sehr viel später entstanden und sind deshalb erstens mal nicht so umfassend und zweitens auch allgemein mit etwas Vorsicht zu genießen. Der Kopfschmuck hat vorne eine Öffnung mit kleinen Löchern an deren Rand und man geht davon aus, dass daran oder darin etwas befestigt wurde. Ob jetzt Federn, Blumen, Palmen oder Farnwedel, bemalte Holz- oder Bambuselemente oder eventuell sogar Räucherwerk, weiß man natürlich nicht. Ansonsten sieht man hier schon die typischen Gesichtsmerkmale, die uns in sehr ähnlicher Form bei allen Masken und Köpfen und Skulpturen in etwa dieser Form begegnen werden. Bei dieser Umzeichnung möchte ich auf das Drachenmuster aufmerksam machen, das besonders häufig auftaucht. Wir sehen es gleich bei dem nächsten Stück noch einmal im Detail. Außerdem ist das als Sonnenradmuster bezeichnete Dekor ganz wichtig. Am selben Fundort in Opfergrube 2 wurde auch ein fünfspeichiges Sonnenrad entdeckt, das man in der Übersicht der Opfergrube nach Entfernung der Elefantenstoßszene kurz gesehen hat. Und man geht davon aus, dass es Rituale um die Sonne bzw. einen Sonnenkult gab. Aber auch dafür gibt es natürlich keine Belege. Das zweite Stück ist die bekannte große Standfigur eines Mannes in zeremonieller Kleidung und mit Kopfschmuck. Man geht hier von verschiedenen Möglichkeiten aus. Entweder ist es ein König oder Herrscher oder ein Schamane oder Priester. Insgesamt ist das Stück 2,60 Meter hoch. Die Figur alleine ohne Podest ist mit 1,80 Meter für heutige Verhältnisse lebensgroß, für damalige Verhältnisse natürlich überdurchschnittlich. Besonders fallen natürlich die nach vorn gestreckten Arme und die übergroßen Hände auf. Diese haben wahrscheinlich etwas gehalten, zum Beispiel runde Gefäße, oder aber, was wegen der Positionierung zueinander auch gut möglich wäre, Elefantenstoßzähne. Das ist gar nicht so abwegig, wie man am Ziersockel auch erkennen kann. Dazu gleich mehr. Erstmal ein Detail der Rückansicht des Körpers und des Kopfes. Hier sieht man am hinteren Schädel und zwischen den Schulterblättern je rechteckige Öffnungen. Möglicherweise sind auch hier Bänder oder Federn oder ähnliches befestigt worden. Vielleicht gab es auch eine Halterung aus Bronze dafür am Hinterkopf der Figur, weil man Ähnliches auch bei einem Kopf gefunden hat. Zweimal stand jetzt schon Drachenmuster über dem Oberflächendekor des Gewandes der Figur, darum hier noch einmal eine genaue Umzeichnung dieses Dekors auf dem Umhang. Wie man sieht, unterscheidet sich der Drache deutlich von den Kui- oder Vogeldrachen, die man
auf den Bronzen der Shang oder der Zhou findet. Der Drache hier hat einen Kopf, er hat einen Kamm auf der Schnauze und am Rücken und außerdem ausgeprägte Gliedmaßen, und zwar 4 Stück davon. Damit ist er deutlich weniger schlangenähnlich als die Drachen des chinesischen Kernlandes. Durch die dicken, faustartigen Hände und Füße fällt das besonders deutlich auf. Bei der Detailansicht des Sockels wird die wichtige Stellung von Elefanten in Kultur und offenbar auch Ritus noch einmal deutlich. Der Ziersockel besteht aus 4 Elefantenköpfen, die jeweils zu den Ecken ausgerichtet sind und auf den Rüsseln stehen. Stoßzähne sind auch erkennbar und der Kopfschmuck, der hier beschriftet ist, könnte eventuell auch als Ohren interpretiert werden, die anders hier einfach nicht auszuarbeiten gewesen wären. Als nächstes kommen wir zu den Köpfen, die ich in verschiedene Gruppen unterteilt habe. Als erstes hier einer mit abgeflachtem Schädel. Die typischen Gesichtszüge sind wieder eindeutig zu erkennen und prägen sich sofort ein. Die großen, kantigen, abstehenden Ohren haben in fast allen Fällen jeweils ein oder zwei Ohrlöcher. Der nächste steht beispielhaft für die Gruppe der Köpfe mit rundem Schädel. Hier habe ich relativ wenig beschriftet, aber unter anderem die Kopfschmuckhalterung, die möglicherweise auch bei der großen Standfigur am Hinterkopf angebracht war. Eine Rückansicht habe ich hier nicht, aber die trichterförmigen Öffnungen gibt es oben und unten. Ganz grob sind diese Kopfschmuckhalterungen sanduhrförmig bzw. an den Enden geweitete Röhren. Außerdem sieht man hier die auch bei den Shang und Zhou Bronzen typische grüne Patina und die sich davon unterscheidenden Brandschäden. Die Patina tritt durch Oxidation und Karboxylierung des Kupferanteils in der Bronze auf und ist entweder gleichmäßig grünlich-türkis und rau, oder es entstehen verschieden grünlich schattierte, flechtenähnliche Verkrustungen. Die Brandschäden dagegen sind spröde und erdbraun. Manche Köpfe tragen auch Masken, so wie dieses Beispiel, das ich nur als Beispiel für den Formenreichtum der Köpfe anbringen wollte. Ansonsten fällt er natürlich in die Kategorie der Rundschädel. Eine neue Kategorie, wenn auch rundschädlich, repräsentiert dieser Kopf, die Kopfschmuckträger. Ist eine relativ kleine Gruppe, sollte aber definitiv gezeigt werden. Außerdem ist dieses Beispiel sehr schön, weil man hieran noch eine kulturelle Besonderheit der Shu-Kultur erkennt. Sie trugen Zöpfe. Die meisten kopfschmucktragenden Köpfe tragen eher Stirnbänder oder umlaufende Reifen, aber dieser Kopf zeigt einen Flechtzopf. Als eingeritztes Dekor sind Flechtzöpfe auch im Nackenbereich vieler Köpfe zu sehen. Dieser Kopf stammt aus Opfergruppe 1, ist also wohl älter, wie man auch an den technisch nicht so ausgereiften Verbindungsstellen sehen kann, die man ja hier deutlich sieht. Dieser Kopf hat auch Ohrlöcher, aber diesmal 3 je Ohr. Außerdem kann man hier die deutlichen, farblich abweichenden Verkrustungen der Patina, die man auch Ausblühungen nennt, erkennen. Besonders am Fundort Sasingdui sind auch die Goldarbeiten. Eine Handvoll Köpfe und Masken sind mit Glattgold belegt, das mehr oder weniger noch erhalten ist. In Sasingdui scheinen unterschiedlich farbige Oberflächen bei Bronzen sehr wichtig gewesen zu sein. Neben der Vergoldung findet man auch an vielen Masken Reste von Zinnober für die Lippen oder Ruß oder Asche zur Bemalung von Augen und Augenbrauen. Diese farblichen Kontraste waren wohl sehr eindrucksvoll und wurden intensiv genutzt. Hier steht auch nochmal der Begriff Schaftaufnahme. Natürlich haben die Köpfe nicht einfach irgendwo rumgelegen, sondern sind wahrscheinlichst irgendwo aufgesteckt worden. Holzpfähle sind dafür gute Kandidaten, aber wenn man die große Standfigur mit in Betracht zieht, ist es ebenso möglich, dass man vielleicht Körper aus vergänglichen Materialien wie Holz hergestellt hat und die Köpfe darauf befestigt hat. Die Körper konnte man dann ja auch in Kleidung hüllen oder bemalen, um sie für eventuelle Rituale herzurichten. Aber ansonsten ist das natürlich mit Holzpfählen auch möglich. Die kann man ja auch schnitzen und kann die dann auch bemalen, um die dann halt entsprechend herzurichten. Auch sehr bekannt sind die Maskendarstellungen.
Es gibt große Monumentalmasken, so wie hier. Masken in relativ normaler Größe und flache Masken. Ich finde bei allen drei Kategorien die Bezeichnung als Maske etwas schwierig, weil sich zum Beispiel diese große Maske hier ja unmöglich tragen ließ. Wahrscheinlicher ist die Befestigung entweder an dicken Baumstämmen oder vielleicht auch an Gebäuden als Architekturbestandteil. Die großen, ausgeschnittenen Befestigungsöffnungen sprechen jedenfalls dafür. Was auch groß ist an dieser Maske, sind die Augen oder, um genauer zu sein, die Pupillen. Diese Stiftpupillen sind ebenfalls charakteristisch. Wir sehen sie an der nächsten Monumentalmaske auch nochmal. Hier muss man wieder mal spekulieren, wozu das Ganze gut war oder was es eigentlich bedeutet hat. In irgendeiner Art und Weise wird auch das Auge wohl eine besondere Rolle im Kult gespielt haben. Die besondere Stellung des Auges ist ja auch aus anderen Weltreligionen oder Regionen bekannt. Weltregionen und Religionen, so wollte ich sagen, bekannt. Zum Beispiel bei den alten Ägyptern, wo das Auge des Re oder das Auge des Ra, je nachdem, wie man den jetzt lesen möchte, besondere Verehrung erfuhr. Oder auch in Japan, wo die Sonnengöttin Amaterasu und der Mondgott Tsukuyomi beim Waschen der Augen Izanagis entstanden, als er die Verschmutzung der Unterwelt von ihnen wusch. Vielleicht handelt es sich hierbei auch um die Darstellung des mythologischen Ahnherrn der Shu, der aus Beschreibungen in Schriftquellen aus der Zeit der Streitenden Reiche bekannt ist und teilweise auch übermenschliche und tierhafte Züge trug. Diese tierhaften Züge kann man dann vielleicht in die Darwin-Höcker an den Ohren interpretieren. Das ist ein typischer Atavismus, also in Anführungsstrichen Rückschlag in der Evolution, der auch heute noch bei vielen von uns auftritt und eine Art Erinnerung an die spitzen Ohren unserer affenartigen Vorfahren ist. Dasselbe sehen wir an dieser Monumentalmaske. Wieder sind die Augen bzw. die Pupillen stielförmig verlängert und treten weit aus dem Gesicht heraus. Außerdem hat auch diese Monumentalmaske Ohren mit Darwin-Höckern. Was allerdings unterschiedlich ist, ist das riesige plastische Dekorelement an der Nase, das relativ unmöglich sowas wie ein Schmuckstück sein kann. Vielmehr erinnert es, wie die Kopfbedeckung der ersten kleinen Skulptur, die nur zur Hälfte erhalten war, auch an einen Elefantenrüssel und könnte also hier wieder mit diesem Aspekt des Kultes in Verbindung gebracht werden. Interessant ist die Drachenmusterapplikation, die diesen Rüssel in Anführungsstrichen noch ziert, also auch wieder ein Aufgreifen dieses Motivs. Diese Maske ist relativ normal in ihren Dimensionen und könnte von daher tatsächlich als Maske gedient haben. Allerdings finde ich, dass das Fehlen von Sehschlitzen oder Gucklöchern dagegen spricht, es sei denn, man hat speziell einen Platz oder eine Bühne hergerichtet, auf dem man sich auch blind damit bewegen konnte, zum Beispiel für streng durchgeplante rituelle Tänze oder Schrittfolgen. Auch der religiöse Daoismus kennt zum Beispiel Rituale, bei denen die Teilnehmer als Teil des Rituals auf dem Ritualplatz nach festen Vorgaben und Schrittfolgen umherwandern müssen. So etwas ist natürlich auch blind möglich, sofern man eine ausreichend große Fläche dafür hergerichtet hat. Die letzte Maske, wieder in Anführungsstrichen, repräsentiert die Kategorie der tiergestaltigen Masken. Die Gesichtszüge sind sehr anders als die der anderen Köpfe und Masken und Gesichter der Figuren. Die Augen sind nicht plastisch ausgearbeitet und die Augenbrauen erstrecken sich bis zu den Hörnern und gehen dort in den erhabenen Bereich des Horndekors über. Auch die Ohren sind ganz anders und erinnern entfernt auch wieder an das Drachenmusterdekor. Weil die Augen wieder keine Sehschlitze oder ähnliches haben und die ganze Maske vollkommen eben gearbeitet ist, ist es wahrscheinlich auch eigentlich gar keine Maske. Wenn man die kleinen Löcher zwischen den Hörnern und unten am Kinn bzw. Kiefer betrachtet, ist es wahrscheinlicher, dass das Ganze eher eine Schmuckplakette war, die entweder mit Fäden fest an der Kleidung angenäht war oder lose angebunden und zu verschiedenen Anlässen an- und abgelegt werden konnte. Was man hier auch erkennt, sind die Farbreste, die ich anfangs schon angesprochen habe.
Laut der Literatur, die ich genutzt habe, waren Spuren davon auf vielen dieser Objekte noch vorhanden. Dummerweise sieht man die auf den Bildern in den Veröffentlichungen fast nie und deswegen haben wir auch bisher noch keine Rußschwarz- oder Zinnoberreste hier gesehen, obwohl sie auf einigen Stücken, wenn man sie quasi live und in Farbe anschaut, wohl noch erkennbar sein sollen. Darum habe ich auch gerade diese der tiergestaltigen Masken ausgewählt, weil man auf diesem Foto sieht, was unter anderem so wichtig und besonders an den Bronzen aus Sassing-Dui ist, nämlich die Verwendung von Pigmenten zur Schaffung von Farbkontrasten. So, und damit wären wir bei den Quellen. Wie man sieht, ist vor den Quellen jeweils ein Symbol, was wir auch während der Präsentation auf den einzelnen Folien unten rechts gesehen haben. Das ist dann jeweils der Abbildungsnachweis, also die Quellenangabe für die einzelnen Bilder. So, dann hoffe ich mal, das war genehm und es war auch sehr lehrreich und interessant für euch und ja, keine Ahnung. Damit verabschiede ich mich dann und hoffe, dass ich demnächst mal wieder etwas öfters was raushaue.